Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, hier bin ich wieder, euer Lutz mit Borgheide News TV am Sonntag, wie immer. Ja, das alles beherrschende Thema dieser Woche war natürlich unser schöner Sturm, den wir hier hatten, wo so das eine oder andere Bäumchen sein Leben lassen musste. Und ihr könnt es auch hier sehen, der Nachbar hat gleich drei Bäumchen hier, also hier, nee, da natürlich drei Bäumchen auf seinem Dach abgelagert. Und gar nicht so einfach, die Dinger da wieder runterzuholen. Die Feuerwehr kommt fast gar nicht hinterher. Die Feuerwehr war natürlich schwer beschäftigt, hier so die Wege und die Straßen wieder frei zu machen. Es war alles zu. Züge sind nicht gefahren. Ja, und wie ihr hier auch sehen könnt, war nicht nur die Feuerwehr fleißig gewesen, sondern natürlich auch die DLRG. Zumindest die DLRG-Jugend und die Feuerwehr haben hier die Verpflegung von Passagieren und Lokführer des gestrandeten Zuges in Borgheide übernommen. Ja, herzlichen Dank dafür. Und wie ihr seht, kann man sich natürlich auch auf die verlassen. Es gab auch leider ein paar Tote zu beklagen in Brandenburg beziehungsweise in ganz Deutschland. So 7 Stück habe ich gehört. Tut einem ja natürlich leid, aber gegen so Wetterunbilden kann man nicht wirklich viel machen. Ja, wir kommen nachher noch mal ganz kurz im Wetterbericht dazu. Da haben wir auch mal so ein kleines Video dazu. Will ich mich gar nicht lange dran aufhalten. Nur zu den Themen, die dieser Woche noch. Edda mit ihrem besonderen Abend ist schon wieder dran, nämlich am Sonntag. Und zwar diesmal natürlich mit Classic Meets Tango. Und das natürlich auch wieder im Fliegerheim. Der Eintritt ist frei. Startet am Sonntag, dem 15.10. ab 17 Uhr. Wie gesagt, im Hotel Fliegerheim. Und freier Eintritt um kleine Spende wird gebeten. Lohnt sich tatsächlich, da mal hinzugehen. Jo, dann haben wir noch den Jugendclub. Der Jugendclub hat am Freitag schon eine Veranstaltung. Und zwar am 13.10. und zwar ab 20 Uhr. Make Borgheide Great Again. Und der Eintritt ist ab 16 Jahren. Und es gibt natürlich eine feste Spende von 2 Euro, sprich Eintrittsgeld. Wobei das so Eintritt nicht ist. Es ist eine Spende. Jo, und schon bin ich fast wieder durch. Wir haben Wetter, draußen scheint die Sonne, es ist große Pilzzeit. Wir haben es immer wieder gesehen, dass die ganzen Wälder zugeparkt sind. Ich hoffe, die nehmen ihren ganzen Dreck auch wieder mit, den sie sonst normalerweise dort abladen. Aber im Moment wird ja auch darum gebeten, die Wälder nicht zu betreten, weil so der eine oder andere Baum nicht mehr sehr standfest ist und der Boden sehr, sehr aufgeweicht, wo einem immer noch ein Bäumchen auf den Kopf fallen kann. Wir sind schon mal durch die Wälder geschlichen, eigentlich natürlich nur auf den Wegen lang. Und man kann so den einen oder anderen umgekippten Baum im Wald besichtigen, aber ich glaube, so in den Ortschaften, also gerade so hier Borgheide und vielleicht auch Borgwalde, wo die Bäume nicht mehr ganz so dicht stehen und dem Wind alleine trotzen müssen, hat doch so der eine oder andere Baum sein Leben gelassen. Jo, das soll es eigentlich von mir so kurz gewesen sein. Viel mehr Themen habe ich eigentlich momentan gar nicht. Aber wir kommen jetzt noch mal zum Wetter. Matze, zeig, was du hast. Ja, hallo Lutz, hallo Borgheide, hallo Welt. Das Wetter, ja, brauchen wir nichts drüber sagen, ne? War heftig, war ordentlich, also der Sturm war für Borgheide schon ganz schön gefährlich. Wir können aber sagen, glücklicherweise ist, soweit mir bekannt, niemand verletzt worden, obwohl sehr viele Bäume gefallen sind. Ich stelle mal noch hier so ein paar Bilder nebenbei ein von den Sachen, die hier so passiert sind. Ja, ansonsten zum Wetter kann man nicht viel sagen für die kommende Woche. Wir werden bei
Temperaturen um die 14 Grad bleiben. Es könnte sich gegen Dienstag noch ein bisschen Regen einschleichen. Ansonsten, ja, wechselhaftes Wetter, Herbstwetter. Und ich hoffe mal, dass die nachfolgenden Karibikstürme nicht wieder zu solchen Auswüchsen werden, wie wir es in der letzten Woche hier gehabt haben. Ja, soweit kann ich nur sagen, passt weiterhin gut auf euch auf, dass nichts passiert. Was sehr gut funktioniert hat, war in der Borkheide-Gruppe, dass die Nachrichten auch nach dem Sturm dann verteilt wurden, wann fährt welcher Zug oder auch nicht, dass man sich dort auch mal Informationen holen konnte. Fand ich auch ganz toll. Weiter so, das macht die Gruppe aus. Soweit denn, ich schließe noch mit einem kleinen Bericht von der Feuerwehr. Ein bisschen laut von Geräuschen her, aber das war in der Halle nicht anders machbar. Und sage tschüss, bis nächste Woche. Euer Matze, ciao. Wie man hier sieht, nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Und deshalb für diesen Donnerstag heute, wo unsere Feuerwehr wieder richtig im Einsatz war, und zwar den ganzen Nachmittag bis spät in den Abend, und noch nicht alles geschafft hat, morgen geht es weiter. Von mir aus schon mal ein riesengroßes Dankeschön mal wieder an die Feuerwehr Morgheide, wo eigentlich auch immer viel zu wenig darüber berichtet wird, über die Einsätze und über dieses Ehrenamt und die Freiwilligkeit der vielen Feuerwehrleute, die hier in Morgheide einfach mal ihre Freizeit für unser aller Wohl opfern. Soweit heute Abend am Donnerstag, 21 Uhr, während die große Öffentlichkeit Fußball guckt. Hier in der Feuerwehrhalle in Borkheide wird noch geschuftet. Soweit von hier. Ciao. Ja, hallo Lutz, ganz kurz noch ein Wetterupdate hier, wie man sieht, von den Domstufen zu Erfurt. Der Rumtreiber hat sich also doch nochmal rausgewagt, trotz schniefender Nase und ein bisschen Kratzen im Hals, aber egal, Sightseeing muss sein. Heute nochmal in Erfurt. Ja, wird noch ein bisschen regnerisch am Dienstag, haben wir gerade gehört, habe ich ja schon angesagt. Hier haben wir heute bestes Wetter, teilweise Sonnenschein ein bisschen. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich möchte einfach nur spazieren gehen, ja? Ja, verfolgt einen aber auch überall, ja? Schlimm, schlimm. Lutz, bis später, mach's gut. Ja, danke Matze. Da sieht man mal wieder, unabhängig vom Wetter hat es dich in die Welt hinausgetrieben. Und wie wir dort auch sehen konnten, hast du selbst in Weimar, oder war das Erfurt, müsste ich jetzt schwindeln, den Mann von der Feuershow getroffen. Der ist auch überall, ne? Entschuldigung, da kriege ich gleich einen Hustenanfall. Ja, jedenfalls wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne Woche. Es soll noch mal warm werden, habe ich gehört. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und schon gibt es wieder einen Haufen Themen. Ich muss mal sehen, wie ich das nächsten Sonntag hinkriege. Wie gesagt, ab 17 Uhr gibt es ja den besonderen Abend. Da schaffe ich das gar nicht mit dem Video. Vielleicht mache ich das vorher und schiebe den Rest danach nach. Gut, das war's. Bis dahin und wie immer hier von Borkheide News TV, euer Lutz und tschüss. We'll be right back.